Servus die Malung, grüß euch die Buben, da ist der Rolo wieder oder der Silberbenzen von Raya Games. Super, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir wieder bei einer Folge von Retro Gaming, Atari 2600. Und zwar habe ich mir jetzt das zweite Spiel vorgenommen, Missile Commander mal zum Anspielen. Ist ein klassisches Actionspiel, wo es eigentlich nichts zum Gewinner gibt, sondern heißt es einfach nur so lange wie möglich durchhalten. Und macht eigentlich auch relativ viel Spaß, muss man schon sagen. Ist eine sehr leibende Sache. Erste Stage habe ich schon geschafft. So, um was geht's da? Ihr seht unten, diese sechs blauen Gebilde sind sechs Städte. Also soll ich einfach sechs Städte darstellen. Dann haben wir drei Abwehrbatterien mit jeweils 10 Schuss. Und ihr müsst versuchen, die feindlichen Raketen da zu vernichten mit euren eigenen Abwehrraketen. Also wenn ihr da so eine Raketen aufblasst in den Himmel, macht ihr hinterlasst ihr so eine Explosion. Und was in den Explosionsradius reinfällt, wird zerfetzt. Und somit geschützt. Am Anfang ist das ja noch eine relativ einfache Geschichte, wird aber dann natürlich ein bisschen schneller. Das Spiel war relativ erfolgreich. Kommt aus dem Jahr 1980. Also ist auch ein relativ frühes Spiel von Atari. Und ist an und für sich jetzt nicht allzu schwer am Anfang, man kommt relativ gut rein. Allerdings muss man halt ein bisschen aufpassen und gut beobachten, wo die Raketen. Ui! Und da geht's schon los. Zwei Städte sind schon zerstört, aber ich bin schon wieder in der nächsten Stage. Punkte kriegst du dadurch, wenn du die nächste Stage erreichst, einfach schauen, wie viele Städte noch da sind. Am besten ist natürlich, wenn du alle 6 hast. Und es werden auch die übrig gebliebenen Raketen mitgezählt. Was auch ganz wichtig ist, wenn die Abwehrbatterien getroffen werden, sind die Raketen fort. Dann kann man sie auch nicht mehr wehren. Also immer gut drauf aufpassen. So, da schauen wir mal. Na, gerade noch geschafft, die nächste Stage. Also für kurzweiliges Spielvergnügen kann ich das nur empfehlen. Das glaube ich gibt es sogar auf Steam, wenn man nicht alles täuscht. Ist nachher überhaupt auf relativ vielen, vielen Konsolen auch noch weiter umgesetzt worden, weil es einfach Spaß macht. So ein bisschen sieht da. Ob jetzt nachher kommen dann noch andere Missile Commands gibt es noch, die teilen sich dann auf, die werden dann aus. Hoppala, das war's schon. Na gut. Na, 5225, schauen wir mal, das können wir sicher besser. Werden wir gleich noch mehr Runden machen. Und los geht's. Schaut einfach immer, dass vor den Raketen bleibt. Vor den gegnerischen Raketen. Und eben, wie gesagt, ein bisschen drauf schauen. Wann kommt die erste wo, aber schauen wir mal. Jetzt da schaut schon mal ganz gut aus. Erste Stage ohne Verlust einmal geschafft. Da geht's schon weiter. Ah, knapp vorbei, aber noch einmal cool. Jawohl, wieder wunderbar, noch einmal wunderbar. Ups. Aber jetzt da. Das schaut auch gut aus, den werden wir sie auch noch holen. Naja, ich bin schon ein bisschen jetzt bis reingekommen. Rennt schon, es läuft. Na bitte, zweite Stage auch ohne einen einzigen Stadtverlust. Geht ja dahin. Also ich finde vom Sound her ist das eigentlich auch relativ gut gemacht. Also für das Alter haben sie ganz gut gemacht. Jawohl, also da sieht man, jetzt bin ich schon richtig gut drinnen. Ja, man muss ja zwar spielen, ein paar Mal spielen, dann geht schon. Kann man gut vorstellen, ui, jetzt wird es knapp, ja, aber den habe ich so sauber erwischt, alles erwischt. Zu zweit macht es wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß, da kann man sich ein bisschen besser duellieren. Oh, das war jetzt das Breitfeller, Gott sei Dank zu meinen Gunsten. Ne? Muss ja nicht immer zum Gunsten des Computers ausgehen. Drei Stages ohne einen einzigen Verlust ist mir nicht schlecht. Punktemäßig schauen wir jetzt auch schon ganz gut aus. Und wir bleiben drauf. Ja, an und für sich
Ist das jetzt die zweite Folge, die was ich mache von meinen Retro-Geschichten? Hoppala, das war relativ easy Stage. Wollte eigentlich Pitfall wollte ich machen als zweites. Mache ich aber jetzt dann als drittes. Ist schon in Vorbereitung. Hab noch ein paar Sachen über Pitfall jetzt. Das war mir nicht so gut, aber wir bleiben drauf, wir bleiben drauf, wir bleiben drauf. Uiuiui, zwei steht. Ui, das war eine Abwehrbatterie, hat es mir jetzt auch noch zerstört. Und nur eine dritte Stadt. Das heißt, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, das Einzige, was natürlich ein bisschen blöd ist, okay, die Stadt kann er ruhig noch mal treffen, das ist mir wurscht, die ist schon hin. Man sieht nicht, wie viel Raketen man hat, oder soll das da unten darstellen? Wahrscheinlich, das Gebilde da unten, kann das jetzt nicht sagen, weil leider... Ja, was ist das? Ah, das war jetzt einer dieser Satelliten oder Bomber, die da auch auftauchen. Wie gesagt, später kommen dann sogenannte Missile-Raketen, also die weichen dann aus. Ui, da hat es wieder eine Stadt erwischt. Ui, jetzt steht überhaupt noch mehr eine. Habe ich das jetzt noch geschafft? Nein. Jo, leider. Aber bitte. Schon wieder eine Steigerung, 8.075. Na, das werden wir schon noch einmal ausprobieren. Einmal geben wir es schon noch. Alle guten Dinge sind drei. Schauen wir mal, wie es läuft. Der geht ja dahin. Jawollo. Na, die erste Stage geht ja jetzt schon relativ locker von Handen, muss ich sagen. So, da. Sehr schön habe ich den erwischt. Mal schauen, ob ich bis zu den Missile Commons komme. Aber ich denke mal, mit drei Versuchen wird es dann einmal genug sein fürs Erste. Das Ganze soll ein bisschen auch als Einkaufshelfer dienen. Das heißt, wenn Sie jetzt so Freaks seid wie ich und so auf Atari 2600 oder Metal Intellivision oder sonstige alte Geschichten halt steht. Bei mir ist es halt auch immer so, bevor ich mir halt ein Spiel jetzt für mein Metal Intellivision kaufe, entweder ich kenne es eh, weil ich es aber gehabt habe in den 80er Jahren, oder ich versuche da irgendwo das am PC irgendwo mal auszuprobieren, ob es erlernt ist. Ah, da erwischt noch und... Na, den habe ich leider nicht erwischt, aber den einen habe ich noch schnell retten können. Ja, und wenn es mir dann taugt, dann schaue ich halt auf die sogenannten Retro-Börsen, dass man sich das dann schnappen können. Sehr zum Empfehlen sind natürlich auch Zeitschriften über diese alten Geschichten. Ich bin da jetzt selber über das Return gestolpert, was wirklich sehr, sehr leicht zum Lesen ist. Vor allem, die bringen nicht nur über die ganz alten Geschichten was, sondern im Return. Es gibt ja eine ganz starke Retro-Community, sagen wir mal. Also die bringen jetzt noch Spiele für den Atari 2000... Na, schaut mal, jetzt rennt es wirklich gut. Für den Atari 2600 raus. Da zum Beispiel einer sogar super, also in Mario... In Mario programmiert für den Atari 2600. Little Princess, glaube ich, hätte es kassen sollen. Nur leider hat Nintendo das natürlich nicht zulassen, dass das Spiel rauskommt. Keine Nintendo-Lizenz zum haben. Naja, schade eigentlich drum. Die Bilder haben nicht so schlecht ausgeschaut. Es gibt, glaube ich, sogar da auf YouTube einen, der hat es angespielt. Upp, zwei Städte verloren. Aber bitte, es rennt da hin. Und von den Punkten her schauen wir nicht schlecht aus. Ist ja nicht so übel. Ah, jetzt geht es aber so richtig schön dahin schon. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ui, 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 zwei Städte stehen ja noch. Auf jeden Fall, wie gesagt, nein, nur mehr, da kommt da so eine UFO-Hilfe. Habe ich auch erwischt. Na bitte, Gott sei Dank, anstatt stehen bleiben. Oh, rot, da waren wir noch nicht. Schauen wir mal. Zack, vorbei. Erwischt. Ah, das war jetzt so irgendein Sonderlevel. Okay, jetzt hat es aber irgendwie die eine Stadt, die was ich noch gehabt habe, zerrissen. Schade. Keine Ahnung. Okay.
kämpfen wir einfach sie durch. Gut, ansonsten wird es jetzt wahrscheinlich gleich vorbei sein. Jawohl, das war es jetzt wahrscheinlich, nehme ich mal an. Danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch taugt und hat den einen oder anderen auch geholfen. Ja, da geht es doch noch ein bisschen weiter, dann schauen wir noch wenig, derweil ich mich verabschiede, ob ich da noch was zusammenbringe. Und vielleicht sagt der eine oder andere, ja, Missile Comment, kann mich erinnern, mich hat die wieder haben. Leibendes Game, leibendes Spiel. Ansonsten kann ich sagen, schnappt euch ein Abo und schaut immer wieder rein. Kommen immer wieder jetzt demnächst Retro-Sachen, jetzt am Anfang im Atari 2600, später natürlich auch andere Konsolen. Also dann meine Herrschaften, wünsche euch was, einen schönen Tag, grüß euch und tschüss. I'm left to feel so alone.